Moin Leute, die letzten zwei Tage von Ineva.com und meinem Gewinnspiel für die 3x5 Euro PSN-Karten laufen. Das heißt, wenn ihr noch die Chance haben wollt, eine 5 Euro PSN-Karte oder vielleicht auch 3 zu gewinnen, kann ja auch sein, 15 Euro sind geschenkt von uns, solltet ihr jetzt nochmal auf Ineva.com gehen, folgt mir einfach auf Twitter, folgt Ineva.com auf Twitter. Ihr könnt für Gamer von Gamer folgen, das heißt, da kriegt ihr beim guten Nick alles, was ihr an Controllern haben wollt. Wenn ihr euch mal so einen Scuf Impact Controller gekauft habt für, keine Ahnung, 800 Euro gefühlt, dann wisst ihr, wie es ist, einen teuren Controller in der Hand zu haben. Bei Nick kriegt ihr das Ganze in der Superqualität für viel, viel weniger. Deshalb schaut mal vorbei. Das Ganze geht, glaube ich, nur noch 2 Tage. Haltet euch lieber ran, ansonsten sind die Karten weg. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Erst einmal vielen, vielen Dank, Leute. Wir haben die 10.000 endlich geschafft und das in einem riesigen Schwung. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der da irgendwie zu beigetragen hat. Ich freue mich wirklich drüber. Und deshalb gehen wir jetzt auf den Angriff und nicht auf die nächsten 10.000, sondern auf die 100.000. Ich will diesen YouTube Silverplay-Button haben und ich werde ihn mir holen mit allem, was ich habe. Helft mir dabei, das ist dann ein Button für uns alle. Dann werde ich so 100.000 Stücke davon klein schneiden mit irgendeinem Silberschneider und werde dem einfach jedem erschenken. Irgendwie so, wir werden uns was Schönes einfallen lassen. Auf jeden Fall, willkommen auf meinem Kanal zurück. Das hier wird eher ein kürzeres Video heute. Es geht um das neue Update, was jetzt am Dienstag rauskommt für Xbox, PlayStation und PC. Und wie ihr ja wisst, es gibt die neuen Verträge, womit man endlich die Möglichkeit bekommt, mehr XP zu sammeln, auch wenn das jetzt, wenn man ehrlich ist, für einen Auftrag wie 10 Herrschaftsspiele 1000 XP, 8 Monate nachdem das Spiel released wurde, ist ein bisschen spät, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, kaum einer interessiert sich aktuell noch dafür, dass er ein bisschen XP dazu bekommt. Aber wir wollen nicht meckern heute, es soll positiv bleiben. Deshalb, wir kriegen die Verträge. Ihr könnt die Verträge in jedem Tag, kriegt ihr neue Sachen, also alle 24 Stunden erneuert sich das Ganze. Und ihr habt die Möglichkeit im Prinzip in jedem einzelnen Modus, also Blackout, Multiplayer, genauso wie im Zombie-Modus, neue Verträge freizuschalten jeden Tag und ihr könnt in jedem Modus die Verträge machen. So habt ihr zumindest die Möglichkeit, ein paar Reservekisten dazu zu bekommen und ein paar XP. Haut mich jetzt noch nicht um, kommt natürlich darauf an, wie schwer die Herausforderungen sind. Also 10 Runden Herrschaft alleine zu gewinnen ist jetzt nicht so einfach. Wenn ich dafür eine Waffenkiste bekomme, nicht so eine Weapon Bribe, wo eine Waffe drin ist, sondern so eine Reservekiste, plus 1000 XP, ist das leider nicht allzu viel. Aber wir wollen abwarten, diese Reservekisten bzw. Herausforderungen dafür kommen am Dienstag aber für alle Plattformen. Das heißt, Xbox und PC müssen nicht wie immer ewig warten, sondern kriegen das am Dienstag auch. Eine kurze Info für die Zombie-Player, ihr kriegt den Hard Mode Gauntlet. Ich bin kein Zombie-Kanal, ich habe keine Ahnung von Zombie, nur für euch als Info, ich kann mir vorstellen, vielleicht freut ihr euch, auch wenn ihr eure Factions nach wie vor nicht bekommen habt. Immerhin etwas für euch, ich weiß, die Zombies sind ziemlich am Arsch dieses Jahr. Tut mir leid für euch, aber mehr Infos kann ich euch nicht geben, weil ich schlichtweg von Zombies keine Ahnung habe. Für die Multiplayer haben wir noch 3 Waffen-Changes und zwar haben die Entwickler gesagt, dass die Daemon, die Switchblade und die Drachenödem, das heißt die Mog mit dem Feueraufsatz, zu stark sind aktuell. Bei der Daemon stimme ich überein, es ist mit Abstand die beste MP, allein aufgrund der Aufsätze Rapid Fire 1-2, Großkaliber 1-2, das ist einfach zu viel. Dazu die Switchblade, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde die Switchblade echt nicht zu stark, um ehrlich zu sein. Die Spitfire schlägt sie auch auf Distanz, die Saug ist besser. Ich bin halt kein großer Fan von, dass da rangegangen wird, aber ihr könnt euch darauf einstellen, Switchblade und Daemon werden auf jeden Fall ordentlich in den Keller genervt. Dazu wird der Agentenmod von der Mog, der Drachenödem heißt er glaube ich, auch nach unten gehauen. Das heißt, der wird nicht mehr so viel Schaden machen, der wird nicht mehr so lange brennen. Ich vermute, dass man sich ab jetzt sofort heilen kann, während man brennt. Ich weiß nicht genau, wie sie es ändern, aber ab Dienstag 18 bis 19 Uhr werdet ihr es alle auf jeden Fall in den Patchnotes von mir noch erfahren, inwiefern sich die Stats von den 3 Waffen geändert haben. Treyarch hat dazu angekündigt, dass sie sich noch um weitere Waffen kümmern, nur nicht in diesem Update, sondern in der Woche darauf. Das finde ich schon sehr, sehr krass, das heißt, sie machen beim Weapon Tuning nach wie vor weiter. Es ist halt noch nicht sicher, welche Waffen da jetzt noch dran gehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht langsam auf die Idee kommt, die Aufsätze Großkaliber 2 und Schnellfeuer 2 etwas zu reduzieren, denn aktuell, finde ich, sind die einfach viel zu stark. Nicht, dass das für den Multiplayer schon reicht, wir bekommen ja natürlich noch eine neue Map und zwar Hacienda Twilight. Das heißt, wir kriegen sozusagen wieder ein Remake von einer Map, die wir in diesem BO4 und Black Ops Teil schon haben.
Nachdem ich ja ehrlich sagen muss, dass Arsenal Sandstorm ziemlich schlecht geraten ist, bin ich eigentlich kein Fan davon, dass wir schon wieder ein Remake bekommen. Aber ich nehme es erst einmal. Ich weiß leider noch nicht, wie Hacienda Twilight aussieht. Ich vermute, dass da morgen die ersten PC-Spieler irgendwelche Daten finden und das dann sozusagen einmal öffnen können. Ich bin gespannt. Ich glaube aber, dass es besser wird als Arsenal Sandstorm. Aber im Prinzip ist es Free Content. Ich nehme es erstmal, auch wenn es natürlich wieder leider keine nagelneue Map ist, wie ich es mir sonst gewünscht hätte. Ansonsten wisst ihr, wir haben aktuell noch Double XP. Das heißt, ihr könnt auch, wenn ihr den Black Ops Pass nicht habt, aktuell eine Black Ops Pass Rotation in euren vorgestellten Modi finden. Ihr könnt also im Prinzip jede Map spielen. Auch wenn ihr TDM spielt, da kann Casino vorkommen, Madagaskar oder. Das heißt, immerhin mal wieder etwas. Und wer sich fragt, warum sie so viele Wochenenden machen, wo man die DLC-Map spielen kann. Die Verkäufe von Black Ops Pass sind so schlecht wie in keinem COD vorher gewesen. Und sie versuchen im Prinzip, die Leute dazu zu animieren, das Ganze doch noch zu kaufen, indem sie zeigen, was für DLC-Maps es gibt. Das System funktioniert in der Theorie auch, aber in der Praxis schlecht umgesetzt, denn praktisch gesehen sind die DLC-Maps alle, und ich meine wirklich alle, einfach unglaublich schlecht. So muss man es leider sagen, es tut mir leid, aber die sind alle unglaublich schlecht, deswegen darauf kann man pfeifen. Dementsprechend nutzt es aus, wenn ihr ein, zwei Maps davon feiert. Ich feiere zum Beispiel nicht eine einzige, dazu kommt aber noch ein Video. Nur als Info für euch, dass ihr euch nicht wundert, warum ihr plötzlich Casino, Madagaskar oder Elevator spielen könnt. Es gibt im Blackout noch einen großen Change. Also dieses Update jetzt am Dienstag wird zwischen 5 und 8 GB haben, schon allein wie der neuen Map. Es gibt auch im Blackout eine große Änderung, die ich so nicht erwartet habe vorher, um ehrlich zu sein. Und zwar werden wir neue Ausrüstung und neue Perks bekommen. Ein Perk ist schon geleakt worden, auf Twitter habe ich das gesehen. Da könnt ihr mir auch gerne folgen, wenn ihr wollt. Und zwar ist es so eine Art Cold-Blooded Tracker, so eine Mischung. Man wird also, wenn jemand selbst Tracker hat, also aufgespürt heißt es hier Multiplayer, glaube ich, wird man von dem nicht gesehen, wenn man das Perk einsetzt. Man kann aber auch Tracker selbst einsetzen. Das heißt, ihr seht auf dem Boden in Blackout die Fußspuren der Gegner. Finde ich ganz cool, weil es natürlich nochmal ein bisschen mehr Variabilität dazu bringt. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt im Blackout so viele Perks, die komplett unsinnig sind. Da gibt es mit Sicherheit bessere Optionen, aber das ist auf jeden Fall das, was schon geleakt ist. Dazu hat Treyarch geschrieben, es wird neue Ausrüstung geben. Was das jetzt heißt, weiß ich nicht. Wir warten ja immer noch auf C4. Ich kann mir vorstellen, dass wenn der Reaper zur nächsten Season kommt, als Spezialist, der C4 dabei haben wird. Vielleicht kriegen wir C4 oder die Rauchgranate noch als Ausrüstung separat. Sicher bin ich mir nicht. Das sind im Prinzip alle wichtigen Infos, die wir aktuell haben. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns dann spätestens übermorgen zu den Patch Notes. Ich bin raus. Haut rein.